an Enterprise. Mayday, Mayday. Scotty, was ist passiert? Keine Ahnung, Captain. Nix in Außenposten hätte dermaßen hopp gehen können. Ich hätte mich fremder Autorität widersetzt. Ich vermute, Sie hätten das Gleiche getan, Dr. Marcus. Bitte nennen Sie mich Carol. Jim. Es scheint die Quelle der Anomalie zu sein. Das ist keins von unseres. Spock, sind Sie in Ordnung? Energieentladung. Beschädigtes Atemgerät. Wenn Ihr Atemgerät gerissen ist, stirbt sie. Setzen Sie mich an Spocks Koordinaten ab. Das sollte nah an Carol sein. Ich schnapp sie mir, sie bringen mich zurück. Los, Mr. Scott. Energie. Ich mach schon, Sir. Captain, das war eine unglaublich dämliche Aktion. Gern geschehen. Wäre nicht das erste Mal, dass es dir eine attraktive Frau angetan hätte. Pille. Ich habe kein romantisches Interesse an ihr. Das wäre falsch und unangemessen als Captain. Ja, stimmt, aber das meinte ich nicht. Ich muss allen Möglichkeiten nachgehen, einschließlich Sabotage. Also diese Möglichkeit steht für mich außer Frage. Und das Flottenkommando will antworten. Wir brauchen Klarheit. Ist da ein fremdes Schiff oder nicht? Oder vielleicht bin ich einfach nur dumm. Jetzt übertreibst du aber. Übertreiben? Ich habe gerade erst angefangen. Halt den Mund. Fremdes Schiff. Hier ist Captain James T. Kirk. Sie laden Ihre Waffen. Volle Kraft zurück. An alle. Roter Alarm. Schilde hoch. Phaser bereithalten.